Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei dieser 6, dem Aufstieg ans Königreich, zur Karte Refugium, die uns bestimmt auf irgendwelche Art und Weise in Irrsinn treiben wird. Nun gut. Miezekatzen. Es fehlt noch eine Miezekatze. Ich habe keine Ahnung, wo die vegetiert. Ausbauen können wir nicht, weil wir keine Kirche haben. Das ist ein Umstand, mit dem wir arbeiten müssen. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Ein Fischer findet keine Fische. Was? Oh. Okay. Ganz wie ihr wünscht. Ei. So, wir brauchen Kirchensachen. Ohne Kirche kommen wir nicht voran. Wir können ohne Kirche auch nicht aufsteigen. Jawohl. Ei. Ganz wie ihr wünscht. Und dieser Abschaum hier muss irgendwie weichen. Wir müssen diesen Außenposten halt irgendwie zerstört bekommen. Das Problem ist, wie zerstören wir einen Außenposten, wenn der Abschaum da oben drauf steht? Alles klar. Sofort. Weil, haben wir welche Form von Eisen? Wir brauchen kein Eisen. Der hier verkauft Bögen. Nicht wahr? Ein Fischer findet keine Fische. Okay, frisch. Oh. Oh. Na gut, wir brauchen keinen Bogenmacher. Wir brauchen nur die Kaserne. Sofort. Jawohl. Es werden aber teure Truppen sein. Ganz wie ihr wünscht. Befehl verstanden. Alles klar. Auf euren Befehl. Alles klar. Ei. So, ich will noch nicht zu den Booten gehen. Ich will gerade erstmal herausfinden, wo die letzte Miezekatze hier sitzt. Ich hoffe, dass die letzte Miezekatze irgendwo in der Nähe ist und nicht Gott weiß wo. Huch, huch. Ach stimmt, wir wollten ja noch nicht vorbeischauen. Der hat uns ja gerufen. Ryan ist ja da. Ryan? So, sprecht. Was möchtet ihr von mir? Eure Siedlung ist gewachsen. Doch uns ist ins Ohr gekommen, dass euren Siedlern die Hoffnung, jemals hier zu Hause zu sehen, langsam abhanden kommt. Ihr müsst dringend den Glauben eurer Leute bewahren. Deshalb möchten wir euch mitteilen, wo ihr Baupläne für eine Kirche finden könnt. Doch bitte liefert uns zuerst ein paar Güter. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Gib das her. Okay, wir haben keinen Fehler gemacht, hier etwas zu tun. Wir können außerdem ein bisschen Party treiben. Nein, können wir nicht. Wir brauchen Kräuter. Hier oben können wir Kräuter herholen. Zumindest könnten wir das, wenn wir einen Bevölkerungsplatz hätten. Sofort. Dann können wir uns kümmern, sobald wir eine Kirche haben. Befehl verstanden. Alles klar. Okay, genau. Ich hatte ganz vergessen, dass wir eine Quest hatten, mit den Kollegen hier zu reden. Auf euren Befehl. Sofort. Ei. Schon unterwegs. Sofort. Ei. Ganz wo sitzt das letzte Ei. Kätzchen? Sofort. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Huch. Oh, sind wir gerade in den Bootswettbewerb da reingerannt? Was ich eigentlich gerade vermeiden wollte? Ja, sind wir, okay. Wir sind doch ein bisschen zu nahe gekommen. Ja, das ist in Ordnung. Okay, das ist niedlich. Mit den winzig kleinen Bötchen da. Oder den winzig kleinen Schiffchen. Die haben sich echt große Modellschiffe zusammengesetzt. Auf welches Schiff möchtet ihr setzen? Ah, verdammt, wir hätten speichern sollen. Ich setze auf links. Ich glaube, links wird es nicht. Oder doch, ist es geworden. Okay, unser Schiff hat gewonnen. Warum ist ein Schiff in den Wasserfall einfach gefahren? Ich weiß nicht, ob es RNG ist, der das entscheidet. Hab vielen Dank.
schon unterwegs. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Jawohl. Befehl verstanden. Ich war zu versetzen auf die Miezekätzchen und bin dann doch reingestolpert in die Sache. Aber wir haben keinen Fehler gemacht, denke ich. Wir haben gewonnen, irgendwie. Ganz wie ihr wünscht. So, was dieses Rätsel angeht, da müssen wir schauen, wie wir das lösen. Alles klar. Ei. Wir können das Gebiet hier einnehmen. Und Sekunde. Dieses Gebiet hatte Wild, nicht wahr? Ich weiß nicht, ich sehe gerade keine Säule. Ich meinte, hier müsste eine gewesen sein. Wir wissen, oben bei den Banditen ist ein Wildgebiet. Moment, wir können dieses Gebiet hier einnehmen. Wir sind Landwirten. Dann können wir den Jäger verschieben. Ein Fischer findet keine Fische. Und 2500 Gold haben wir gewonnen. Der Trip hat sich gelohnt. Wir müssen dem gleich Bescheid geben. Ich meine, er hat sich für die Wolle bedankt, aber hat uns noch nichts geliefert. Möchte ich eigentlich wissen, wie schnell wir die Territorien wir verlieren werden, wenn es hart auf hart kommt? Jawohl. Gut. Wir haben ein Territorium. Und da haben wir es Wild. Ich sehe es zwar nicht wirklich, da ist das Wildschwein, okay. Dann kann der Jäger, der hier die Kür zusammengeschlagen hat, sich hier zurückziehen. Lass mich tun, was getan werden muss. Danke. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ei. Unsere Herden werden von wilden Tieren angefallen. Werden sie? Und zum Glück können die nachgezüchtet werden, also ist mir das erstmal egal. Ei, ei. Viehzucht ist eine Sache, die auf jeden Fall sehr, über die ich sehr glücklich bin, dass sie drin ist. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Momentan werden keine Tiere gejagt, das ist gut. Jawohl, jawohl. Könnten wir ausbauen, aber erstmal konzentrieren wir uns darauf, den Jäger hier hoch zu prügeln, damit wir an Wild kommen. Als wir Baronen sind, können wir das Zeug hier benutzen. Ich denke, die Außenposten auszubauen könnte sich lohnen. Alles klar. Ei. Ganz wie ihr wünscht. Alles klar. Gut, oder später sofort, zumindest. Sofort. Auf euren Befehl. So, fragen wir den Kollegen. Kircher, sag uns. Sofort. Wo und wie? Und du Fisch, so. Alles klar, Verräterin. Ihr müsst es wissen, es gibt hier im Bergwall einen alten Steinkreis. Nicht mal unser Herr Mönch weiß, wann er erbaut wurde. So alt ist der Steinkreis. Ja, ich habe ihn bemerkt. Da gibt es auch diese Kirche. Es gibt Gerüchte, wer auch immer für diese Insel verantwortlich ist, hat diesen Steinkreis vor Urzeiten als eine Art Opferstätte gebaut. Jawohl. Wenn alle wegweisenden Wege nach Norden Richtung des Berggipfels zeigen, wird es eine Belohnung geben. Versucht es doch mal. Norden also. Richtung Berggipfel. Ist das ein Berggipfel? Ich schätze das. Oh, danke für die Information. Ich werde mein Glück versuchen. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Auf Wiedersehen. Da wäre ich nicht drauf gekommen durch pures Raten, weil mein Gedanke sich darauf bezog, irgendwie die Steinkreise oder den Stein in einen vollständigen Kreis zu bewegen. Befehl verstanden. Ganz wie ihr wünscht. Alles klar. Alles klar. Norden ist die Richtung des Berggipfels. Nein.
So, wir haben ja gelernt, die Maus muss einfach da drüber, nicht die Retterin muss sich bewegen. Was drastisch besser ist als andere Rätsel, wo wir uns damit befassen mussten, wo sie sich bewegen musste. Weil da manchmal ein bisschen Präzisionsmangel kommt und... Ihr habt Kirchenbaupläne erhalten. Wahnsinn. Das sind die Pläne. Was zum Teufel ist das hier für ein Ort? Was ist das für ein Ort? Hörst du auf? So. Alles klar. Und jetzt können wir eine Kirche bauen. Jawohl. Jawohl. Die wollen wir möglichst zusammen mit den anderen Sachen, denke ich, aufstellen. Sofort. So. Unser... Ein Fischer findet keine Fische mehr. Zur Kenntnis genommen. Unser Siedlerlimit ist erreicht. Wir haben einen Fehler begangen. Was reißen wir einmal kurz... Du. Okay, wo wollen wir unsere Kirche... Nein! Nein, warum? Warum? Warum musstest du das tun? Warum, Uncle Sam? Von allen Mechaniken, die ich in meinem Leben nicht sehen wollte, warum musstest du diese einbauen? Och nö. Och, das ist doch schon wieder... Och nö. Das wird der ganze Bitch mit den Ehefrauen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Och wirklich. Das tat nicht Not. Vor allem, weil der Sturm andauernd die Karte kaputt macht. Das ist bei uns immer. Das war nicht nötig. Die Kirche kommt hier möglichst zentral in die Stadt. Och nö. Von all den Dingen, Eisenmonoxid, musstest du ausgerechnet diese Sache wieder einsetzen? Wirklich? Warum? Warum willst du mich verletzen? Und mich traurig machen? Bau die Kirche aus. Knack das elendige Siedlerlimit. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Oh. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. Das ist natürlich bedauerlich jetzt. Sehr bedauerlich, dass ausgerechnet diese, nennen wir sie Mechanik, eingebaut sein muss. Diese Kreation, die einfach nur dazu dient, uns traurig zu machen. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Die Ehefrauen zusammen zum... Oh, ab jetzt kann Winter kommen. Dann können wir sehen, wo das Wasser gefrieren kann. Zumindest im Moment. Ich glaube, wir können uns nicht darauf verlassen, dass es so bleibt. Oh, nö. Jetzt bin ich traurig. Ach ja, wir brauchen Salz und Farben. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Gesalzene Besen. Ja, toll. Ich weiß, wenn wir die Nahrungsgebäude zum Beispiel sperren, dann werden die nicht in der Lage, Salz zu verbrauchen. Also sperren in Bezug auf Produktion. Der Burggraben kann frieren. Na, haben die Fischbestände die Möglichkeit zu regenerieren.
Vor allem, wir kommen noch nicht mal, als Barone kommen wir noch nicht einmal an die ganzen Sachen ran, die wir unbedingt haben wollen. Ich rede natürlich von Befestigungsanlagen. Irgendeiner Form davon. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Das ist sein Problem. Hier, hör auf. Bau die Stützen aus. Salzkarren kommt. Verbieten wir die Produktion, damit niemand da reingeht. Und dann können wir den Besenmacher gleich hochprügeln. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Naja, der Aufbau ist hier ein bisschen komplex. Ihr dürft hier Nahrungsmittel herstellen. Ach ja, genau, Kräuter brauchen wir für Party. Deswegen wollten wir die Kräuter so schnell es geht bauen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich hätte mir gedacht, man braucht die Kräuter für irgendwelche Handel. Zum Teil. Wenn wir genug davon sammeln, dann können wir das Zeug gut verhandeln. Milch lässt sich immer noch gegen Farbstoffe tauschen. Mach mal. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, nicht produzieren. Wofür wollte ich Farbstoffe noch gleich benutzen? Ich habe noch was. Ah ja, genau, Seife. Bekommt gerade. Ein Karren mit Rohstoffen ist ein. So. Ja, da war ein Traurig gemacht vom Blocking dieser Karte. Dann nach hier hin. Wieso ist Käse eigentlich immer verboten zu konsumieren? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Gab es einen Grund dafür, dass ich das gebunkert habe? Glaub nicht. Nicht im Moment. In jedem Fall Kräuter. So, wir müssen jetzt nicht komplett die ganze Milch abziehen. Und hier auch nicht den ganzen Fisch die ganze Zeit wegfressen. Das sind Sachen, die wir noch gebrauchen können. Ich dachte kurz, wir können die Kirche eine Stufe runterbauen. War schon mal schockiert. So, bauen wir die ganzen Sachen hier so gut aus, wie es geht. Und Salandra. Ganz wie ihr wünscht. Da wir gerade das Geld haben, nutzen wir es, um die Leute hier schon mal anzuschmeißen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Mit zwei Geologen. Jawohl. Wir werden die Leute nicht sofort verbauen lassen. Es geht in erster Linie darum, das Zeug zur Hand zu haben, wenn wir es brauchen. So. Für den Moment halte ich es für wichtig, dass die Bogenschützkaserne nicht zu weit weg vom Marktplatz steht. Aber auch nicht zu weit weg vom Lagerhaus, weil früher oder später unsere Bogenschützenbauer hier sitzen werden. Also kommt die Kaserne nach hier hin. Möglicherweise wollen wir zwei haben, damit wir Reserven sehr schnell ausbilden können. Wird aber relativ teuer sein. Hier ausbauen. Ein bisschen geht es darum, Reserven zu haben. Wie ist das Gelände hier so uneben?
Was ist das günstigste, was wir benutzen können, um das Gelände zu ebnen? Denn jetzt können wir uns nicht mal das hier vernünftig benutzen dafür, weil es Farbstoffe kosten würde. Da haben wir es. Da hatten wir es gerade. Spiel, lass mich. Du wirst die Kaserne platzieren. Danke. Keine Fische mehr. Finden wir mal heraus, wie viel Stein jetzt drin ist. Kräuter? 69. Nice. Einheiten Stein. 131. Bloß ist, dass die kleinere größer wirkt. Ihr könnt ein bisschen was bearbeiten. So. Bögen können wir uns kaufen in 18. Das heißt, wir können immer eine Kaserne komplett voll machen. Jederzeit. Belagerung ist keine Option. Ich würde nämlich wahrscheinlich lieber einen hier haben, damit wir ein bisschen den Höhenunterschied ausgleichen können, um das Teil hier freizuräumen. Befehl verstanden. Denn das ist bisher die einzige Eisenquelle, von der wir wissen. Nachdem wir die angeschmissen haben. Vielfältige Nahrung. Das heißt, wir müssen unter anderem auch einen Metzger bauen. Und da geht das wieder los. Wir können es wahrscheinlich von... Da gehen die Ehefrauen sofort wieder weg. Das ist so unfassbar typisch. Lass das. Also ja, die Sache mit dem Sturm, da stehe ich, da bleibe ich, dabei bleibe ich bei. Das ist eine Sache, die nicht sein sollte. Nicht auf diese Art und Weise. Nicht, wenn Ehefrauen benötigt werden für den Aufstieg. Denn das ist dann wirklich nur ein Zeitfresser. Weil RNG sich dann plötzlich entscheidet, nö, die sind weg. Kannst du nichts gegen tun. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Das Einzige, was wir dagegen tun könnten, wäre, die Leute alle außerhalb der Stadt aufzustellen. Und dann kommen die Ehefrauen nicht rein, weil die Strecke zu weit wäre zum Marktplatz. Denn dann kommen entweder die Ehefrauen nicht rechtzeitig an. Die Strecke hier noch ein bisschen lang für meinen Geschmack ist. Aber die ganzen Einwohner kommen da auch nicht rechtzeitig an. Also ja, das ist nicht wirklich ein gutes System mit den, mit dem Sturm. Vielleicht mag es auch daran liegen, dass ich einfach absolut miserables Glück habe, wenn Blitze irgendwo involviert sind. Unabhängig des Spiels. Wenn Blitze existieren, werden sie mich treffen. Und in diesem Fall werden sie mich immer ganz genau da treffen, wo sie es nicht tun sollten. Wie viele Frauen können wir aktuell haben? 22. Beschafft die bitte. Vielfältige Nahrung hatten wir. Also im Endeffekt, die Eisensache ist, was ansteht für uns. Hier sollten wir Met liefern. Met ist aktuell keine Option. Was natürlich doch die Frage ist, ist, wo ist die verdammte letzte Miezekatze? Jawohl. Sofort. Ei. Sofort. Alles klar. Auf euren Befehl. Befehl verstanden. Theoretisch könnten wir die im Winter vielleicht ganz gut sehen. Außerdem möchte ich schon mal die Bögen kaufen. Ganz wie ihr wünscht. Jawohl. Wird teuer. Sofort. Jawohl. Befehl verstanden. Alles klar. Ganz wie ihr wünscht. Alles klar. Ein Jawohl. Fischer findet keine Fische Jawohl. Mehr. Ein Fischer findet Alles keine klar. Fische mehr. Auf Unglaublich. Befehl. Auf euren Befehl. Alles klar.
So, mit den Schützen, die wir dann kriegen, könnten wir nämlich theoretisch den Abschaum hier oben noch endgültig auslöschen. Nein, ich will ja nicht rein. Noch nicht. Bestimmt werden wir neue Sachen machen müssen. Jawohl. Befehl verstanden. So. Wir können Folgendes machen. Wir können ein Gebet ausprügeln. Ich bestärke fünf die Siedler in ihrem Glauben und sie. Wieso brauchen wir 15 Steine für eine Predigt? Ein Karren ist angekommen. Er bringt Güter von schon weit unterwegs. Her. Jawohl, Angriff. Komm schon, Alandra, krieg jemand tot. Okay, lauf. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Das ist in Ordnung. Ein Fernkämpfer weniger. Aber was heißt denn 15 Steine für eine Predigt? Ein Fischer findet keine Fische mehr. Wieso können wir sofort wieder neu starten? Ist momentan nicht möglich. Was machst du da? Besteht eine Predigt aus einer professionellen Steinigung oder mit welcher Ausrede ist das verbunden? Ganz wie erwünscht. Umstände einfach. Umstände. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Hey, schon unterwegs. Alles klar. Auf euren Befehl. Sofort. Schon unterwegs. So, wir haben auch die Problematik. Wir können keine Befestigungsanlagen bauen, bis wir Marquis sind. Und selbst dann sind es nur die billigsten. Wir müssen Herzöge werden, um Stadttore zu bauen. Ich weiß nicht, wie angreifbar wir der ganzen Zeit sein werden. Ein Steinbruch wird bald. Das sagt mir folgende Sachen. Wir sollten, so gut es geht, alle relevanten Außenposten ausbauen. Und mehrere Kasernen. Güter von weit her. Können wir eigentlich Steine irgendwo herkriegen? Nö. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Und mehrere Kasernen, die mit Bogenschützen einfach bis zum Rand gefüllt sind, haben. Ehe wir Baronen werden. Am besten auch noch irgendwie so vier Bogenhersteller. Damit wir sofort einfach die ganze Truppen raushauen. Vier Bogenhersteller, vier Kasernen und dann. Dann stehen wir hoffentlich in der Situation, dass wir uns immer so gut wehren können, wie es möglich ist. Auf euren Befehl. Sofort. Jawohl. Schon unterwegs. Ei. Jawohl. Denn wenn es hart auf hart kommt, sofort. Muss Alandra den Nahkampf übernehmen. Ein Fischer und im Kreis reiten. Wenn die Feinde sich auf sie konzentrieren, haben wir damit ja keine Probleme. Sofort. Sofort. Die Zicketzen hier. Sofort. Ei. Ganz wie erwünscht. Ei. Jawohl. Alles klar. Da ist immer noch der Bär. Dem kann sie sich nicht prügeln. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Das sind immer noch drei Trupps von Schützen, die hier sind. Warum ist ein Großteil einfach Fernkämpfer? Kein Wunder, dass wir zusammengeschlagen werden. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Schon unterwegs. Ganz wie erwünscht. Befehl verstanden. Schon unterwegs. Ei. So, wo ist der Löwe? Befehl verstanden. Der letzte schon Löwe. Unterwegs. Alles klar. Schon unterwegs. Jawohl. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ganz wie erwünscht. Jawohl. Die Statue kann nicht eingenommen werden. Jawohl. Sofort. Einfach so gar nicht. Sofort. Warum nicht? Der Steinbruch ist erschöpft. Alles klar. Wie ist es mit diesem Jahr aus? Ein Fischer findet das keine geht. Fische mehr. Und das werden wir noch erstmal einnehmen. Bis die jene Dinger bei unseren eigenen Grenzen, desto besser, denke ich. Ei. Sofort. Schon unterwegs. Aber so kategorisch. Haben wir es einfach, die immer zurückzuerobern, sollte irgendwas Unsinn passieren. Ich bin halt sehr paranoid, aber wir wissen ja, ein Fischer findet keine Fische. Paranoia ist nur, wenn sie nicht wirklich hinter einem her sind. Sie sind hinter uns her, wir wissen das. So fühlen das. Ganz wie ihr wünscht. Okay, so die Burg kann nicht eingenommen werden. Ei. Mir eigentlich egal.
Wie sieht es mit diesem Territorium hier aus? 1000. Wir haben das Geld jetzt gerade im Moment. Das heißt, wir sollten es jetzt gerade im Moment nutzen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Alles klar. Jawohl.